Hey Leute, ich begrüße euch zu Pokémon Gelb Edition. Ich habe unseren Linus 5 Level noch hochgebracht. Und ja, er ist stark. Hat Silberblick gelernt und sonst Glut eigentlich sehr effektiv. Konnte man gut mit Level. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Like noch, ja? Keine Ahnung, warum ich den anderen Like reingetan habe. Ich habe doch Chuck verloren, ich Like. Naja, auf jeden Fall Like wieder aus dem Team raus, also der zweite Like. Und dann eigentlich nur Linus kurz trainiert. So, jetzt gucken wir noch mal kurz, ob wir vielleicht jetzt wieder da endlich kriegen. Nein, wir kriegen es immer noch nicht. Ich glaube, wir kriegen es, wenn wir die Arena geschafft haben. Oder so, keine Ahnung. Irgendwie so war das doch. Naja, egal. Ich weiß, dass ich da oben ein neues Pokémon fangen darf. Und wir beginnen den Part mit einem neuen Pokémon und wir bekommen Mirapler. Ja. Okay. Naja. Was man hat, das hat man, ne? Überlebt er gerade oder nicht? Item. Pokéball. Okay, komm. Wunderbar. Mirapler wurde gefangen. Für Mirapler wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mirapler Unkraut, Größe 0,5 Meter, Gewicht 5,4 Kilo. Wenn man versucht, dieses Unkraut-Pokémon aus der Erde zu ziehen, dann schreit es fürchterlich laut. Ja, würde mich auch abfacken, wenn irgendjemand an mir rumziehen würde, wenn ich so chill, ne? Ja, ja. Wie nennen wir es denn? Okay, es kommt jetzt wirklich, es kommt eigentlich, also geplant fürs Team ist es nicht. Wir nennen es, ja, wie nennen wir es denn? Jackie? Ja, komm, wir nennen es Jackie. Wo ist das I da? Jackie. Gut, jetzt haben wir ein Jackie. Ja, Pflanze, Gift. Da ja gleich rein theoretisch, hoffe ich doch mal. Ja, heißt ein Bisasam kriegen, wird Jackie dann rausfliegen, weil Bisasam ist einfach viel cooler. Ein Mocholo. Glut und es brennt. Schön. Ey, wir machen nicht so viel Schaden. Immer diese Volltreffer, immer diese Volltreffer, ey. Die machen mich echt fertig. Stirb. Meine Güte. Wir haben gar nichts mehr gegen Kleinsteine. So, ein bisschen Sandwirbel. Jetzt Kratzer. Oh mein Gott, ey. Wo ist denn der Trank? Da. So, da kriegt unser Jackie doch einen Einsatz, denn mit Absorber, genau, machen wir richtig gut Schaden. Okay, Jackie, dann bist du doch gar nicht so sinnlos, wie ich erst gedacht habe. Und jetzt sollten wir mal die Tränke nach oben packen, wenn ich nicht immer suchen muss. So. So, und ich hätte ihn das vielleicht noch schnell auf Level 16 bringen sollen. Onyx. Ja. Ein Pflanzen-Pokémon dabei zu haben, ist sehr, sehr praktisch. Daher freue ich mich noch mehr, wenn wir Bisasam kriegen. Weil Bisasam ist cool. Und bam. Linus erreicht Level 16. Keine Entwicklung? Ach, das ist erst nach dem Kampf. Ich weiß gar nicht, nach dem Kampf, ne? Oder? Linus entwickelt sich zu Blutexo. Yeah. Angriff 30, Verteidigung 24, Speed 32, Spezial 29, okay. Schön, schön, das freut mich.
So, wir kämpfen weiterhin hier mit Glutexo noch, da in der Wasserarena, die ja hier kommt, er nicht viel Chancen hat, genauso wie gegen dieses Fleckmon, da wechseln wir auch lieber auf. Ah, verwirrt. Nein, Jackie. Jackie, Jackie, Jackie. Gut, Jackie kam und ging. Ey, so viele Verluste schon. Das ist ja brutal hier. Hätte ich nicht erwartet, dass hier so hart zu Sachen geht. So, du. Ah, okay, komm. Die Nidorans brennen wir einfach weg. Linus erreicht Level 17. Da ist wieder so einer, ne? Ich weiß nicht, ich soll es versuchen. Aber wir tun vorher noch einen Trank drauf. Was hat er denn so einen Kleinstein? Ja, aber ja klar. Mit Blut kriegen wir immerhin ein bisschen runter, ja? Aber wenn er jetzt vier Kleinsteins hat, dann wird das ein langer, harter Zehrkampf. Macholo. Like Sandwirbel, danke. Und nochmal Sandwirbel. Und Karateschlag. Karateschlag so oft Volltreffer, das ist unfassbar. Ich weiß jetzt irgendwie so eine Volltreffer-Superrate. Können wir machen mal Sandwirbel, weil ich keine Lust habe, dass er uns dann trifft hier. Nee, 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 Macholo. Weg mit dir. Ah, Level. Schlitzer. Schön. Schlitzer ist sehr gut. Damit können wir schon mal viel besser arbeiten. Und dann nochmal ein Glut. Und damit haben wir ihn besiegt. So, wir nutzen unseren Trank mal wieder. Und da. Ach, da habe ich jetzt. Da habe ich einen riesen Fail gemacht. Als hätten wir den weiter vorne locken müssen. Dann hätten wir an das Item rankommen können. So werden wir da. Okay. Wir haben keinen Punkt auf Mut. Ja, hätten wir hier so, wieder hier, dann wäre der rausgekommen, dann hätten wir an das Item rankommen können. Jetzt wäre der nicht mehr. Und das sind jetzt zu viele Gegner noch. Ich geh mal heil. Zu heiter da unten. Ne? Ach ja, und dann haben wir noch Jackie, ne? Jackie, Jackie, Jackie. Diese Brücke, die da oben der Weg, bisher keine tolle Erfahrung gemacht. Und wir denken mal kurz wieder daran, was Jackie so für uns getan hat. Ah, schön, schön, schön. Jackie hat uns wirklich eigentlich enorm geholfen. Dann ist der da von uns gegangen. Komm schon, gib uns Bisasam. Gib uns Bisasam. Tuss, tuss, tuss. Ja! Bisasam erhalten, sauber. Bisasam nennen wir. Bisasam, Bisasam, Bisasam. Okay, warte, ich habe hier noch ein. Ah, Marvin. Also hab ich hier stehen, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr. Marvin? Ne, Marvin und dann. Ich glaube, das Rick passt auch noch. Marvin Rick. Der geht an dich. Marvin Rick. Ich hoffe, du siehst es und freust dich. So, jetzt haben wir einen Marvin Rick. Und ja, Bisasam. Bisasam wird unser Team richtig, richtig bereichern. Tackle, Heuler, Egelsam. Was, oh, kann man keine Rantenhieb? Oh, das ist doof. Was, Level 10? Ich weiß nicht, soll ich's. Ich glaube, Leute, ich mache hier kurz Schritt rein und bringe es noch was hoch. Also bis. Ja, bis gleich. So, Leute, nach dem extra Training tue ich mal schnell die Maus hier weg. Haben unser Marvin auf Level 15 gebracht und.
Mann, war das ätzend. Schlau Pikachu und Sandan sind auch jeweils ein Level. Ich glaube, ein Level hochgekommen. Oder nur like. Weil, ey, da kamen so viele Habitats. Dort durfte ich jedes Mal entweder auf Sandan oder Pikachu wechseln. Meine Güte. Aber naja. Dann ging es doch noch eine Zeit eigentlich ganz schnell. Naja. Nein, eigentlich ging es nicht schnell, aber egal. Egal, jetzt haben wir ein Bisasam, was uns natürlich auch sehr helfen kann in der nächsten Arena. Und Ego-Samen. In unserer Verteidigung sinkt. Das ist nicht in Ordnung, dafür sinkt dein Angriff. Hahaha. Jetzt ein Rankenhieb. Zack, in dein Gesicht. Das ist nicht sehr effektiv, da setzen wir Attacken. Ne? Zack, besiegt. Ey, Sandan, und jetzt ein Ranken und er müsste besiegt sein. Patsching! Ja, yeah, dieser Sam ist richtig gut. Und erreicht Level 16, schön. Buh, buh, buh. Nächste Entwicklung, Leute. Nächste Entwicklung. Hey, Marvin. Rick entwickelt sich. Zu sehr grün. Wird es sehr, sehr, sehr grün. Boom. Marvin Rick wurde zu dieser Knospe. Und yeah, das Ding ist doch richtig gut. Das ist richtig gut. Status. Angriff 30, Verteidigung 29, Speed 29, Special 35. Aber irgendwie fällt er doch ein, Wert, oder? Hm. Naja. Egal. Egal, egal, egal. Letzter Trainer? Ich weiß jetzt gar nicht, oder? Ein Mirapla. Linus, das ist dein Einsatz. Ein Glut. Linus. Ein Glut hat nicht gereicht. 5 Level über den. Sehr effektiv und so. Hm. Mal sehen, ob der Yellow es besser macht. Nein, der Yellow macht es auch nicht besser. Ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst, Linus. Und? Ja. Naja, fast, fast, Linus, fast. Aber Level 19 für unseren Linus. Wir geben uns... Pika Pika? Pikachu? Er hat viele Fragezeichen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin kleines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémonek. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde mein Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Klar. Klar, warum nicht? Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Und Pikachu, der fragt sich nur so, what the fuck? Renny hat den Zellschaudergang gesetzt. Vlup. Dadadadum. Und Pikachu. Wow. So guckt Yellow auch jeden Tag. Bill. Klasse. Danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Randy hat ein Boats-Ticket. Danke. In Orania City. Orania? Orania City. Anker eine große Kreuzfahrtschiff. Die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust, hinzugehen? Ja, wir können ja ganz schön anders. Und was sagt Pikachu so? Er sagt schon so, what the fuck, was ist hier los? Also, gab's hier noch irgendwas? Nein, hier gibt's nichts mehr. Wuhren mit Speed runter nach City Gedöns. Wir heilen unser Team auf. Danke. Kommen jederzeit wieder. Machen wir doch. Und Linus, Yellow, Like, Martin Rick. Gut. Das ist unser Team momentan. Und dann würde ich sagen,
geht's im nächsten Part mit der Arena weiter, ne? Gut, Leute, dann wie immer hinterlasst eure Kritik, eure Kommentare, euer Feedback einfach, ja? Da freue ich mich jedes Mal drüber, Feedback zu lesen oder zu sehen, ne? Also, denkt dran, schön Feedback geben. Bis zum nächsten Mal und ciao.